Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich habe vor der Landung ein paar Bedlam-Fliegen zerquetscht. Kein Problem. Vor uns ist ein ganzer Schwarm von denen. Haha. Bist du bereit, Bruder? Holen wir uns den Kompass. Imperiale gibt's hier fast keine mehr, was? Sie haben die Bedlam Raiders unterschätzt. Ich sag dir eins. Dagon mag wahnsinnig sein, aber er hat eine Armee, die an ihn glaubt. Sie glauben, er führt sie nach Tenalor. Nur über meine Leiche. Okay, und jetzt? Fliegen wir oder was? Ah, da geht's da rein. Ne, da geht's runter. In den sicheren Tod. Guck mal, da müssten wir hin. Ja, Digga. Da komme ich extra zu dir und was ist jetzt? Warte mal, kann ich das von hier wieder? Ja. So. Ups. Kaputt. So, da wollen wir hin. Der einzige Weg führt nach oben. Kommst du, Schrottsammler? Ja, ich komme ja schon. Mann, sieh dir das mal an. Unglaublich. Einfach unglaublich. Ja, unglaublich, wie sich die Wolken bewegen, wenn ich die Kamera bewege. Aber sonst... Moin. Echo. Wir haben einen erwischt, der fliehen wollte. Bitte, ich ergebe mich. Das ist die Armee, die den mächtigen Jedi-Orden vernichtet hat? Tötet ihn! Sieh dir diese Technik an. Weißt du, meine Tochter liebt technische Spielereien. Ja? Am liebsten hat sie diesen Schwarzmarktscanner, den ich einem Huttenvollstrecker abgenommen habe. Ich war ein schrecklicher Vater. Niemand ist perfekt. Du kämpfst, damit sie ein besseres Leben hat. Ah ja, jetzt sind wir hier. Das ist alles für sie. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Wenn Dagon den Planeten mit dem Kompass verlässt. Wenn er entkommt, sehen wir ihn nie wieder. Sollten wir das Depot hören und dafür sorgen, dass das nicht passiert? Wo sind die ganzen Raiders? Ah, das gefällt mir gar nicht. Ein Speicherpunkt und da können wir auch gleich noch ein paar... Die Macht ist mit mir. Fähigkeitspunkte verwenden. Zwei Stück. So. Lichtschwert können wir mal gucken. Was haben wir? Hier, Doppelklinge. Halte LB und Y, um das Lichtschwert zu werfen. Halte Y, um die Position des Lichtschwerts zu halten. Und benutze L, es zu lenken. Fehlt er nicht nur um? Na egal. Und das? Drücke in der Luft Y, um einen Schmetterschlag nach unten auszuführen. Der Schaden? Ja, Wollo. Den habe ich schon vermisst aus Teil 1. Boom. Gucken, ob ich das merken kann. Da habe ich ja schon so meine Bedenken. Okay, gehen wir. Verstanden. Dinge merken ist nicht meine Stärke. Haben wir eine Wahl? Gut, dann los. Push it. Einer für dich, einer für mich. Oh ja, ich nehme den da. Eliminiere den Jedi. Ah, hat schon geklappt. Ja, was machst du so lange, Digga?
Ja. Scan. Gut gemacht. Kleines Okular. Oh la la. Okular. What? Nicht da in die Röhre rein, oder? Eher da oben hin, oder? Okay, dann brauche ich mal wieder so ein Teil. Oha. War hier aber nicht, ne? Oh, eine Tür. Zu. Ne, hier war nicht so ein Dingen. Okay. Kannst du das Ding kurzschließen, BD? Na klar. Zeit, ihn zurückzuholen. Hä? Kommt nicht, Feuerstein! Sie sind erbärmlich. Du bist erbärmlich. Nun komm ich durch. Sind erledigt. Neutralisiere Angriff. Innerhalb der So, ist die Tür jetzt hier offen? Kann das sein? Nein. Wo sind die hergekommen? Okay, warte. Wir haben das Ding geschlossen. Ach so, nochmal. Und dann kommen wir auf die Seite, wo jetzt die Scheibe ist. Dahin. Genau. Wir haben die Party gefunden. Und ich werde nicht wieder einer weniger. Ich bin bei dir. Oh. Zack. So, der nächste bitte. Noch jemand für Runde 3? Ist das schon die dritte Runde? Ich habe nicht mitgezählt. Was machst du da eigentlich mit diesen Dingen? Jedi-Zeug. Mach dir keine Sorgen. Genau. Angeber. So. Oh fuck, wenn man jetzt was sehen könnte, ne? Viel zu hell. Ich spring mal. Ist das hier zu klettern? Kann sein, oder? Ne, hier dahin. Oh. Ah. Oh Gott. Dreh dich. Hehe. Oh, Krampf im Finger. Ah. So. Ah, nein. Hör auf. Oh, shit. Das ist nicht gut. Wenn die Finger krampfen. Lass uns die Datendisk zur See bringen. Dann können wir nicht mehr viel weitermachen. Komm. Abkürzung. Oh. Können wir da denn hoch? Okay, dann holen wir noch mal so ein Teil. Haha. Oh.
Oh, falscher Knopf. So, interagiere. Okay, und jetzt? Okay, vielleicht müssen wir doch... Moin, Swivelicious! Na, alles gut? So. voll auf die 12. So, ich glaube, wir müssen dann doch hier lang, ne? Aber, nee, da geht's doch nicht weiter. Hier vielleicht. Nö, da ist nichts. Was war das denn eben? Ich glaube, hier ist ein Vogel drin. Leicht ein im Tee, aber ja. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, selbst ganz gut. Kann ich klagen. Also könnte schon klagen, aber ich tue es einfach nicht. Klagen geht immer. Klagen geht immer. Ja, Leuchter im Tee klingt doch ganz vernünftig. So wie ein Montag sein sollte. So, jetzt weiß ich aber echt nicht. Wie geht das denn hier weiter? Schlimmer geht immer, jawollo. Okay, wenn ich den jetzt dahin baller und da hochgehe. Das ist nichts zum Klettern, ne? Okay, gehen wir mal dahin. Ja, da waren wir ja schon drin. Oh, da hinten geht's weiter. Oh Gott, das ist viel zu weit. Nee. So geht das nicht. So geht das nicht. Da könnte ich höchstens hier einen platzieren. Bleibt der dann da? Und da bringt mir aber auch nichts. Geht's eigentlich da hinten raus? Nein. Okay, komm mit. Diese Sucherei, ne? Kann ich ihn überhaupt da durchwerfen? Nee, kann ich nicht. Okay. Da hat er ihn fallen lassen. Sind wir hier richtig? Stimmt. Warte mal. Ja, wir müssen noch eine Ebene höher. Okay, lass mal gucken. Ah, guck mal da. Da ist so ein Greif-Dingen. Ah, das sind diese Teile, wo wir vorhin schon lang sind. Genau. Hier lang, da lang. Dann sind wir darum. Hey, bleib oben. Und sind da wieder rein. Müssen aber eigentlich, wahrscheinlich, irgendwie da hoch. Das Level-Design draußen ist ja mega. Ey, das ist so gut. So gut. Du hast jetzt schon die schönsten Dinge verpasst, weil wir mussten hier hochklettern. Über verschiedene Ebenen. Naja, also vom Boden bis über die Wolken. Das war total geil. Und dann auch über verschiedene Plattformen jumpen. Naja, das ist wie in der Wolkenstadt, ne, diese schwebenden Teile. Und war ein langer Weg tatsächlich. War ein langer Weg. Aber geil. So, warte mal, ob ich das noch höher schmeiß. Dann da hoch. So, aber wohin? Da ist doch zu. Da ist überall zu. Okay, wir gucken mal. Ah, guck mal, der springt da gar nicht weiter. Unsichtbare Wand.
Hä? Hier ging's auch nicht weiter, oder? Nö. Was ist das hier eigentlich für ein Knopf? Nix. Eine Tür? Nee. Alter, ich bin verloren. Urballer. Wir müssen irgendwie noch höher. In die Kuppel. Aber wie? Okay. Mal eben die Lage checken hier. Und wir können das Teil nochmal ein Stück drehen. Aber dann sind wir wieder am Anfang, oder? Warte, ich drehe mal. Eures Spielzeug, was? Die Wissenschaftler der Republik hatten's gut. So fing's an. Aber hier geht's nicht weiter. Das Teil kann ich nicht mitnehmen, weil wenn ich es ablege, also dieses Fliege... Oh, immer noch offen. Ja, dann brauche ich mir nur gar keine Sorgen machen. Sehr gut. Können wir nämlich hier rüber jumpen. Ah, Idiot. Nicht loslassen, werfen. Aber ja, so macht das Sinn. Ich dachte, man kann immer nur eine Seite öffnen. So. Okay, dann los. Aha. Beautiful. Da geht's hoch, ja, ist klar. Und was ist hier? Ist da der Bossfight? Nee, ist eine Ebene höher. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Rauf. Abkürzung freigeschaltet. Das klingt doch sehr gut. Digga. Hörst du auf? Okay. Boah, wie heißt der, mein Freund? Der taucht so ab und zu auf und hilft so ein bisschen. Der hat ein Jetpack. Ah ja, jetzt sieht man's. Und kann für mich dann Dinge in großer Höhe, Alter. Öffnen, bewegen. So, beide tot. Maximale Gesundheit erhöht, immer schön. So. Auch geil hier, oder? Sieht aus wie so eine kleine Version von Todesstern. Okay. Und jetzt?
War das der Bossfight? Nee, wir müssen noch höher. Wollte schon sagen. Das war nur... waren wohl nur zwei Bosse, die zufällig da waren. Okay, dann gehen wir mal auf der anderen Seite hoch. Nämlich hier. Da geht's zum Observatorium. Genau hinter der Armee von Bedlam-Droiden. Jupp. Jetzt kommt der Bossfight. Aussichtsdeck. Oh. Hallo. Piu, piu, piu. Mächtiger Badabun. Jetzt bloß keine Zurückhaltung. Vorsicht! Granate! Ja, es sind ein paar. Gib ich zu. Fast geschafft. Jetzt gilt es. So. Wir sind ganz nah. Hoffentlich hast du was für Dagon aufgespart. Ich ja, bin sicher. Bereit. Was ist mit dir, BD? Ein Loot? Kann doch nicht. Kann nicht angehen. Ja, und das Teil hier ist dieser Laser, wo auch auf den anderen Planeten geht, ne? Wo wir davor waren. Oh, komm, hoch. Großes Okular. Ein Punkt haben wir nur, egal. Wir können mal speichern. Ich bin bereit, wenn du es bist. So, gespeichert. Auf geht's mit Getöse. Oh, nicht runterfallen. Hallo. Ich werde nicht zurückkehren. Oh, gegen den haben wir schon mal gekämpft. Der ist schwer. Ist ein Jedi, der übergelaufen ist. Es ist eure Entscheidung. Dagon heißt er. Er hat die Nachricht wohl einige Jahre zu spät erhalten. Ah ja, und Bode oder Boat heißt unser Kumpel da. Wenn Santari zu mir gehalten hätte, hätten wir den Rat überzeugen können, dass Tennelor das Opfer wert war. Jetzt ist sie fort. Genau wie Ravis. Der Orden ist vernichtet und ich bin frei. Ihr seid nicht frei, Dagon. Free Bird. Ihr seid allein. Warum seid ihr hier, wenn der wahre Feind dort draußen ist? Oh, wie hat er sich einen Helm zulassen, dass die organisiert? Galaxis einer unwürdigen Maschine wie dem Imperium in die Hände fällt? Ihr haltet euch für einen Überlebenskünstler, dabei seid ihr ein Versager! Sie haben uns nicht besiegt. Noch nicht. Wer wird jetzt von der Vergangenheit geblendet? Im Abyss wird uns das Imperium nicht erreichen. Ich werde aus den Raiders eine Elite-Armee machen, angeführt von Jüngern, die in meinem Tempel in der Macht ausgebildet wurden. Mhm. Und dann werde ich zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen und die Galaxis mit Feuer säubern. Wir haben bereits einen Imperator. Gib uns den Kompass. Und warum sollte ich das tun? Weil ich ein Vater bin, dem die Optionen ausgehen. Und du stehst einem besseren Leben für meine Kleine im Weg. Her damit. Sonst vernichte ich dich. Ihr klammert euch an so kleine Träume. Ah ja, ist übrigens ein einarmiger Bandit. Jo, 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 jo. Langsam. Mach es ganz too small. Schon? Nee. Ihr seid gekettet an die Vergangenheit. Also ich glaube echt, dass der Bart und die Haare wachsen von unserem Protagonisten da. Ja.
Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war. Und deshalb hat sie mich verraten. Jawoll. Ja, ne? Ihr werdet mich. Ich glaube, die Haare auch, weil ich meine, die waren so wie meine halt auf 1 Millimeter. Und die sehen jetzt schon ein bisschen länger aus. Wie jämmerlich. Alter, hast du Bode getötet? Zu Bode gebracht. Botte, Schwarte. Okay. Geil. The roof is on fire. Saruman, genau. Blutet. Blut ist gleich. Ich könnte euch vernichten und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken. Ja, könnte ich auch. Sagt der, der gleich tot ist. Du weißt nichts über die Macht. Sterb! Oh, ist fies. Ja. Nein. So, jetzt binden wir die Schnürsenkel zusammen. Wissen, dass ihr gleich sterben werdet. Dass euer Leben nichts wert war. Ich bin ein Kratzer, nicht mal Blut. Widersetzt euch nicht. Nein, 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 fass mich nicht an. Ihr könnt euch nicht. Ich zeig dich an. Oh, oh. Ja. Nein. Ich spüre es. Oh nein. Sympathischer Dude. Reue. Dem gefällt das eigentlich. Zum Glück ist da ein Bild dabei, sonst würde das ganz komisch rüberkommen. Liegt enorme Kraft, aber ihr war zu schwach. Und nun ist es zu spät. Steh auf, Bode. Weg vom Bode. Oh. Okay. Transgender. Die Fähren starten. Ich werde nicht zurückkehren. Ihr seid verloren. Ihr seid vom Weg abgekommen. Und ihr seid kein Jedi. Genau. Jetzt hochziehen. Schnipp. So nämlich, ne? So als kannst. Ja, guck an. Bitte. Sag mir, dass das echt ist. Was ist passiert? Du hast geschlafen, Digga. Das ist passiert. Angetrieben durch Angst. Ich habe sie ihm gespiegelt. Nicht mehr so furchteinflößend. Das nenne ich ein Lichtschwert. Das ist schon ein Lichtstab. Alter. Noch in einem Stück. Ein Swiffer. BD? Sind das gute Neuigkeiten? Vielleicht hatte Dagon recht. Bist du sicher, dass du nicht noch... Du weißt schon. Ein Dengemach. Tenalor ist eine Festung. Wir sollten sie für den Pfad nutzen. Verbündete sammeln. Trainieren. Damit werden sie nicht rechnen. Ich weiß nicht, das wäre riskant. Alles ist riskant, solange das Imperium existiert.
Außerdem, willst du, dass Kata ihr ganzes Leben in einem Versteck verbringt? Wenn sie dann sicher ist, Kerl. Kata? Dann schon. Ich könnte auch einen Cutter gebrauchen. Ich komme nicht hinterher mit dem Schneiden. Ja, hör zu. Ich verstehe dich. Aber irgendwann muss sich jemand dem Imperium stellen. Ich habe gestern 16 Videos geschnitten, ne? Alter. Ganze Tag beschäftigt. Cordova wird das reparieren. Zurück nach Jeddah. Klar. Genau. Ich sehe mich vorher um. Vielleicht finde ich eine Betriebsanleitung oder so. Wir kriegen das hin. Ja. Hey, Kumpel. Ja, war eine Menge Arbeit, sag ich dir. Schon wieder. Eine Menge Arbeit. Danke. Zum Glück war das Wetter angenehm gestern. Nur so war es möglich. Sonst ist es hier oben nicht auszuhalten. Bringe den Kompass zu Cordova auf... irgendwo. Geh schon mal vor, Kerl. Ich bin sicher, die Crew kann die Neuigkeit kaum erwarten. Wir treffen uns bei der Mantis. Flieg mich doch zu der Mantis. So eine faule Socke. Hä? Hallo? Ist das ein Fahrstuhl? Ja, Mann. Ach, und da haben wir auch noch was. Morgen Mittwoch wird übel. Tatsächlich, ey. Da bin ich so froh, dass Klimaanlage auf der Arbeit und morgen habe ich wieder Therapie. Auch Klimaanlage. Nur die Nacht wird halt spannend. Ich habe zwar auch hier oben die Klimaanlage, die ich aber nur ganz, ganz selten anmache. Im Schlafzimmer habe ich auch noch eine Klimaanlage. Aber das versuche ich zu vermeiden. Dafür habe ich einen Deckenventilator über dem Bett. Der hilft da schon. Dass man wenigstens nachts seine Ruhe findet. Bei euch vorne wird die Klima wenigstens genutzt. Ja. Letzte Woche wurde sie auch bei euch da hinten genutzt. Und plötzlich war jemand krank. Ah, cool. Da kommen wir wieder zurück. Ah, hier sind wir. Geil. Hier oben ist das Flugvieh. Das wäre echt geil. Donnerstag haben sie die Klima angemacht. Freitag war er krank. Heute wieder da. Kannst du zu uns nach hinten kommen, wenn es zu warm wird. Guck mal, hier sind wir, den ganzen Weg sind wir gegangen. Von hinter dem Berg, also hinter dem Berg sind wir hoch und dann hier über die ganzen Plattformen. Das war schon nicht ohne. So, mal gucken, wie weit wir mit dem Vieh fliegen können. Hui. Vielleicht bis dahin. Ja, sollte reichen. Hat tatsächlich was von God of War. Das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Das ist schon cool. So, kann ich mit dem auch um die Ecke? Bestimmt, ne? Hui. Aha. Ne, das schaffe ich nicht bis darüber. Dann bauen wir uns den eigenen Weg. Reicht das? Nee. Stimmt. Wir müssen das so machen. Und so. Und so. Dann holen wir uns hier ein neues. Kann man das nicht abkürzen? Also den ganzen Weg wieder zurück? Ich lasse sie immer los, anstatt
schießen, zu platzieren. Tju. So. Einmal retour. Ah, hier können wir ja Schnellreise machen. Ach, das hätten wir auch da oben schon machen können, ne? Dürs Paddel. Na, egal. So, hier, Schnellreise. Auf zu Mentis. Da ist er. Sieht nicht so weit aus, aber ist verdammt weit. Ja, Landeplatz, das passt ja. Wie? Reisen. Tadam. So konnte ich es auch mal sehen. Richtig. Hab ich nur wegen dir gemacht. Weil bis das auf YouTube kommt, vergehen noch Wochen. Wochen. Da habe ich so viel Material von dem Spiel. Und ich bringe jeden Tag ein Video raus. Ne? Also, das dauert ein bisschen. So, dann gehen wir mal rein. Na, ihr. Ah, neue Charaktere. Ah, stimmt. Ganz genau. Zuschauernähe ist sehr wichtig. Da. Gehen wir mal in unsere Kneipe. Ah, können wir hier nicht auch? Ne, wir gehen durch die Tür vorne. Und dann können wir direkt speichern und Feierabend machen. Wo war denn der Eingang? Hier. Saloon. Der Saloon gehört uns. Den bauen wir so nacheinander auf. Boah, was ist denn hier los? Jede Menge neue Charaktere. Ja, der DJ ist da. Also, das sind alles Figuren, die wir irgendwo gefunden haben in der Welt. Den DJ, dann haben wir eine Gärtnerin auf dem Dach. Das ganze Dach ist ein Garten, da kannst du dann Sachen anpflanzen. Vorhin haben wir noch einen Fischer gefunden, der sich oben ums Aquarium kümmert. Echt geil. Ja, 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 ich weiß genau, was du meinst. Die Kneipe in StarCraft 2. Das war auch ein geiles Spiel tatsächlich, ne? So, aber ich gehe da jetzt mal speichern da unten. Ah, stimmt, einen Koch haben wir auch gefunden unterwegs. Ja, geil. Es füllt sich. So. Hier hausen wir. Was haben wir denn da? Ein Versteck? Ja, trotzdem. So, gespeichert.